Kein Structure Deck, kein Auswahlpack, kein Bonuspack, kein Bundle, kein Geheimpack. Nur Legacy Packs und ein Master Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master Packs. Das ist die Masochist Challenge. Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zur Masochist Challenge. Und ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich Bock habe. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, hey, heute eine Folge Masochist Challenge aufnehmen, das ist doch das Wahre und das Einzige, was wir wollen, was ihr wollt. Und ich habe gesehen, das Feedback ist riesig zu den ersten beiden Folgen. Und jetzt sehen wir hier, wer gratis. Und ja, Leute, für die Leute, wir können das hier jetzt nicht rausskippen, leider. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt hier ziehen. Und egal, was wir ziehen, es ist halt irrelevant. Wir dürfen diese Karten natürlich nicht benutzen. Das ist ein bisschen ärgerlich in den Dailies, aber es ist, was es ist. Ich meine, wir kriegen Edelsteine for free. Und wir kriegen Edelsteine for free. Genau, das ist natürlich ganz gut. Ihr seht, mit dem Account erst 3 Tage eingeloggt. Perfekt. Ist ja auch die dritte Folge hier. Und 100 Ausrufezeichen, die ich jetzt mal nicht wegklicke, auch wenn mich das maximal triggert, dass hier ein I ist. Aber egal. Wir wissen heute, wir wollen in die Masochist-Challenge. Bedeutet also, wir haben unser Deck hier. Wir dürfen es nur verbessern. Ihr habt das Intro gesehen. Wenn wir natürlich Legacy-Packs gewinnen oder wenn wir in Ranked gewinnen. Und dieses Deck ist legit Schrott. Also es ist einfach Schrott. Extra Deck kann man zu 99% nicht rufen. Main Deck ist ein bisschen besser geworden durch den letzten Win der letzten Folge. Aber insgesamt natürlich immer noch Schrott. So, ja, dann gehen wir rein ins wunderschöne Rank, Leute. Weil es ist auch schön. Es ist auch schön. Ich meine, wir sind Bronze. Der Monat geht bald zu Ende, bedeutet also, wir werden wieder runtergestuft. Was übrigens sehr gut für die Challenge ist. Weil viele denken ja, okay, du willst dann natürlich maximal Ranked erreichen. Und das ist natürlich schlecht, wenn wir dann runtergerankt werden. Natürlich stimmt das, wenn wir kurz vor Gold wären. Dann wäre es ärgerlich. Aber jetzt, in diesem Status der Challenge, ist das 10 von 10 für uns. Weil wir werden runtergestuft. Heißt, wir spielen wieder gegen Anfänger. Und Leute, die sich einen neuen Account gemacht haben. Yay. Und von daher haben wir ebenfalls eventuell schlechtere Gegner, was wieder gut ist. Wenn unser Deck dann besser und besser wird, ist Zurückstufen natürlich ein bisschen blöd. Also, Rainer ins erste Ranked. Ich hab Bock. Und ich brauche einen Zettel, um aufzuschreiben, wie viele Wins und Niederlagen ich habe. Ha, wie viele Wins. Ja, der war also ziemlich gut. So, wir haben aktuell 20 Duelle. Und davon haben wir nur ein Win. I mean, es könnte schlechter laufen. Definitiv, auch wenn der Win uns quasi geschenkt wurde, aber dafür müsst ihr die letzte Folge nochmal checken. So, jetzt wollen wir mal gucken. Okay, er hat also Swords gekauft und so, das ist schon immer ein schlechtes Zeichen. Aber er hat ein Extra-Deck von 2. Das ist ein gutes Zeichen. Sobald das Extra-Deck nicht auf 15 ist, ist das immer ein gutes Zeichen für uns. Dann wollen wir mal gucken, ob das gute Zeichen hier uns auch hilft. Wir haben übrigens ein Beatstick, was gut ist. Cracker für Burn mit 2 Beatsticks. Er spielt Time Lords. Das ist schlecht für uns. Weil wir legit keine Antwort darauf haben. Ja, wir können crackern. 1000 Schaden machen. Also falls wir ihn unter 1000 kriegen sollten, könnten wir den Effekt nutzen und 1000 Schaden zufügen. Falls wir nächstes überspringen in der nächsten Draw Phase. Ist auch ein ganz wilder Effekt auf jeden Fall an dieser Stelle. Ja, Digi, wie kann man denn so lange überlegen? Warte mal, er kann jetzt ja... Ach nee, er kann sich den nur... Hä, warte. Sagt der adden oder sagt Spezialbeschwören? Oh, er addet nur. Das ist ja schlecht. Achso, der kann sich aber spezial beschwören. Nee, hä? Ach, er konnte sich spezial beschwören, ne? Ja, genau, okay. Dann sind wir natürlich wieder in Lot. Was war der? Der war, wenn, kann ich durch Kampf zerschöpfen? Das ist der Standard-Tag. Am Ende, falls diese Karte gekämpft hat, halbieren Lebenspunkte deines Gegners. Okay, die halbieren die Lebenspunkte von uns. Okay. Halbieren die Lebenspunkte ist erstmal nicht so tragisch. Er kann ja ganz oft halbieren. Ich meine, am Ende ist es ja trotzdem nicht. Warte, wann geht er zurück? Am Ende der Battle, ein pro Spielzug während deiner Standby-Phase. Das ist gut. Wir dodgen den ja quasi dann. Also den ersten dodgen wir. Ja, der Safe noch einen in der Hand. Dann müssen wir jetzt hier strategisch vorgehen. Also wir können alles auch in Defense rufen. 1-5 Defense. Ja, da sind wir bei 1-7. Warte, wir können doch sogar extra Deckmonster rufen. Warte. 2 Finsternismonster. Feuer, Feuer, Wind, Licht. Ja, das ist natürlich komplett hoffnungslos. 2 Lichtmonster. Warte. Licht, Wind, Feuer. Naja, fangen wir dann mit den Licht an. Wir setzen einfach. Und bluffen natürlich mit unserer super starken Karte. Und dann gehen wir einfach den Zug ab. Also mal gucken, ne? Er ist komplett überfordert jetzt hier. Also was macht er denn hier? Macht T-Set Pass. Ja, ich würde jetzt auch auf jeden Fall auch Maxi aktivieren in Endphase. Was ist das denn? Das ist weird. So, jetzt geht sein Time-Dings da weg. Das heißt, er hat gar nichts gebracht. Das ist gut. Das ist sehr gut für uns. Ich meine, klar, ne? Also er kann halt... Also der liegt ja da, dass er nicht OTK'd wird oder so. Aber OTK'd! Verbuku.
Ich weiß gerade nicht, was mit dem los ist. Ey, wir haben noch nichts gemacht und er ist minus 3. Minus 3, ich habe nichts gemacht. Das ist ein Duell, was wir gewinnen können. Oh nein. Nein. Was sagt ihr im Friedhof? Bitte was? Der darf außen Deck sammeln? Unfair. Unfair. Egal. Wir müssen immer nur die Standby-Phase überleben. Dann haben wir den Lachs hier. Er braucht Friedensfrau. Ich will gar nicht angreifen. Alles gut hier. Guck mal, wir machen hier Frieden hier. Einfach Frieden. Hallo! Frieden! Wo sind die dummen Tauben jetzt hin? Na, Frieden. Ruhig. Wir gehen in uns. Digga, wie kann man so lange überlegen dafür? Also. Nein! Nicht noch ein! Warum? Hä, ist das ein Quick-Effekt? Ich check's nicht. Bumm. Ja, also du kannst ja eh nie was zerstören. Ja, mach das halt. So unnötig. Okay, so, jetzt verlieren wir die Hälfte der Lebenspunkte. Das tut schon weh. Das würde ich mir sehr enttäuschen, Master Run, muss man sagen. Halbieren wird nicht als Schaden deklariert. Das heißt, wir haben jetzt Lebenspunkte runtergesetzt bekommen. Aber wir haben eben nicht Schaden bekommen. Das heißt, ja, 4000 Lebenspunkte weg, aber kein Schaden genommen bisher. Ich habe 8 Sekunden bisher im Duell verbracht. Er spielt komplett mit sich alleine. Er ruft nochmal den. Ey, for real, ruf den ganz oft. Du kannst halt nicht gewinnen. Es ist ja immer nur halbieren und nicht gewinnen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier nehmen. Eigentlich müssen wir genug ATK aufbauen. Oh, Licht 1,9. Das ist sehr gut, weil Licht. Was kann das denn? Albrochie, du kannst zeigen, dass du ihn und dann ein Monster wählen. Ändere sein ATK zu 0 und falls du dies tust, wird sein ATK, sein Effekt annulliert. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich sag's euch so, wie es ist. Aber dann würde ich sagen, da er eh weggeht, also wir greifen ihn ja hundertprozentig an. Gehen wir in die Endphase, dann geht er weg, dann ruft er gleich durch den nochmal ein. Wir bauen unser Monster auf. Er wird ja nie unser Monster im Kampf zerstören können. Gibt es eigentlich... Doch, es gibt doch einen, der auch... Okay, so. Verwandte. Es gibt auch welche... Mische alle Karten von Friedhof seines Gegners in Stack. Also, die haben auch andere Effekte. Ich weiß halt jetzt nicht, welcher ist natürlich. So. Guck mal, also die Times sind super für uns. Die machen Plus. Ja, ja, komm mal mit dem nächsten. Kannst dann noch einen machen. Hier, ey. Komm, mach's. Mach Zeit. Mach Zeit, Mate, oder geht das gar nicht? Falls du kein Monster kontrollierst, achso. Du kannst dich gerade vom Friedhof verbannen. Ungeachtet seine Beschwörung. Wenn du spielst, dann sind Effekte, kein Monster und Spezialbeschwörung beschwören. Ist das eine Spezialbeschwörung? Die ist auch normal beschwören, ne? Ich finde aber süß, wie er immer meine Fleckten angreift. Also in der Theorie, ne? Er will einfach nur den Effekt von seinem Heer der Zeit aktivieren. Wäre es schlau, immer in das Gleiche reinzurennen, weil wenn es ein Flip-Effekt wäre, wäre halt schon schade, ne? Wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, den zerstört, bevor er mir die Hälfte der Lebenspunkte halbiert. Weil das ist ja alles erst am Ende der Battle Phase. Das heißt, also theoretisch könnten wir ja hier krasse Effekte nutzen. Oh. And Disconnect. Alter, Wincon Disconnect nehme ich sofort mit. Naja. Naja, ja. Weil es gibt einen, der burnt, ne? Es gibt, glaube ich, einen, der burnt. Ich glaube, wir haben schon verloren. Aber meine Hoffnung bleibt zuletzt. Warte, was war das? Okay, warte, es gibt auch irgendeinen, der da, falls er dies so fühlen, hier 500 Schaden zu. Wahrscheinlich keine Gegner. Okay, der macht 500 Burn. Ja, das wird natürlich dann kritisch. Heimekämpfer gibt so viele auf der Spielseite wie möglich auf der Hand zurück. Ja, okay, also ich merke schon, hier gibt es einige Probleme, die auf uns zukommen. Definitiv. Einige Probleme, die auf uns zukommen. Cool. Ist das ein der Probleme? Oh mein Gott, es ist eins der Probleme. Es macht mir sogar Burn anhand meines Monsters. Das Ding ist ja Win gegen mich. Ja gut, dass er das jetzt erst gerufen hat und nicht nächsten Zug. Das heißt, wir haben einen Zug mehr. Ey, wir müssen einfach hoffen, dass er jetzt keinen gezogen hat, ne? Also wenn er keinen gezogen hat... Boah, krass, Alter. Ja, wir können halt ihn rufen.
Ah, es bringt halt nichts, ne? Wir bauen unsere Mauer weiter auf. Und hoffen, dass er jetzt kein Time-Thief zieht. Wenn er jetzt kein Heer der Zeit zieht, dann hat er ja keins mehr. Er hat keinen Friedhof, das heißt, er würde ja blank sein. Wenn wir die Tauben aktiviert. Willkommen. Und ab ins Deck mit dir, so da, wo du hingehörst. Und ab ins Deck mit dir, wo du hingehörst. Ey, wir machen Plus ohne Ende. Aber ja, jetzt die Frage, ob er noch einen hat, ne? Hat er noch einen? Nein, der hat noch einen. Okay, der ist egal. Der macht halt gar nichts. Wenn du weniger Lebenspunkte hast als 4000, dann Lebenspunkte werden so 4000. Das ist egal. Der macht nichts. Der schützt ihn halt nur vor Angriffen. Aber der macht gar nichts. Ich weiß nicht. Ein Sieben ist schon besser auf dem Feld zu haben, als in der Hand zu aktivieren. Also wir müssen alles gefühlt in einen Zug machen. Also ich weiß gar nicht, ob ich einen Einzug überhaupt gewinnen kann mit diesem Deck. Ist das ein Quick-Effekt? Nee, Aeroposition. Ah, shit. Wiedergeburt. Er holt Maxe wieder? Also ich verstehe diese Person nicht. Also ich muss sagen, die Person muss ein Anfänger sein. Kompletter Anfänger. Also die Person muss das Spiel gerade erst gelernt haben. Oder lernt das Spiel gerade. Ich muss nämlich sagen, Herr der Zeit ist sogar ein beliebtes Thema an sich. Also das spielen einige Leute gerne. Und ja, warum nicht damit anfangen? Ich meine, deine Monster können nicht zerstört werden. Du nimmst keinen Schaden. Du musst also nichts lernen quasi. Was super gut ist. Wäre jetzt traurig, wenn er irgendwie hier rüberkommen könnte. Aber kann er natürlich nicht. Ey, wir können den ersten Schaden gleich machen. Ja, 1,7 ist dann der stärkste. Boah, dann lohnt es sich vielleicht doch, in das Exit zu gehen. Weil es sind dann 1,5 Schaden. Streng genommen sind das ja nur 100 Angriffspunkte weniger. Ja, mach halt. Also, das bringt halt jetzt gar nichts, ne? Du hast keinen Kampfschaden. Endet Battle Phase, weil diese Karte kämpft. Hat und du weniger als 4000 hast. Deine Lebenspunkte werden zu 4000. Komm, greif in Maxi rein. Ja! Er tut es! Ey, es könnte echt ein Win-Win. Ein Masterpack, ich würde mich freuen. Ja, wie gesagt, Cracker, bewahren wir es auf. Boom! Ich weiß nicht, ob es vielleicht schlauer ist, immer Monster Death zu spielen und immer Maxi reinrennen zu lassen. Einfach Stufe 7. Erhöhte Stufe um 4. Ja, also, die Stufe bringt uns ja nichts. Warte mal, hat er zwei Köpfe? Ah ne, der wackelt so schnell den Kopf, okay. Ey, er macht gleich wieder minus 1 und das wird auch minus. Vielleicht hat er Wabuku. Wir müssen das mal so sehen. Vielleicht hat er Wabuku wieder oder so. Und beschützt sich dann Maxi. Es läuft super für uns aktuell. Leider sind noch Lebenspunkte sehr niedrig. Das ist so das Einzige, was mich struggelt. Ich habe das Gefühl, es kann wieder so ein Duell werden, wo ich so, ja, ja, ja. Und dann am Ende, nein, nein, nein. Ja, ich glaube, das wird so einer solcher Duelle. Aber, ja, Rabbit isst hier noch ein bisschen Rasen oder schnuppert ein bisschen Rasen. DG. Also wenn du weitermachst, verlierst du wegen Timeout. Wahrscheinlich blinkt irgendwas und er versteht nicht, was die Welt ist. Okay, er passt. Nein, Cracker aktivieren wir nicht. So, ich gehe safe in das Exit. Das erste Mal in der Geschichte dieser Challenge, dass ich... lustig. Das erste Mal in der Geschichte, dass ich eine Exit-Beschwörung durchführe. Das ist das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Exite! Summoning! Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Oh. Ja, und es war dumm, wir hätten es in die Main-Monster-Zone machen sollen. Aber egal. Battleface. Mach Wabuku oder so. Mach Wabuku. Bumm. Nee, mach kein Wabuku. Okay. Main Phase 2. So, und jetzt. Ja, das ist natürlich jetzt kritisch. Jetzt müssen wir wieder den hohen ATK aufbauen. Das heißt, wir machen das hier. Und dann geben wir ab. Theoretisch hätten wir den nächsten Zug Game. Wenn er kein Heer der Zeit hat. Oh mein Gott, bitte hab keinen, bitte hab keinen. Jetzt würde die Challenge so viel weiterbringen. Ja, Mann! Hoch mit dir! Hab keinen! Mach einfach Pass, mach Pass, mach Pass, mach Pass, mach Pass. Er kann doch mit Cracker gewinnen. Weil das wären 4700. Ne, ist das sogar. Ne, 4700. Cracker wäre Game. Okay, dann brauche ich Cracker gar nicht beschwören. Haben wir ein Dino-Deck? Ich weiß es gar nicht. Wir könnten den beschwören, weil wenn es zerstört wird, können wir einen Dino rufen. Schicken wir einen Dino? Ich weiß nicht. Battleface! Er hat nichts! Er hat keinen Time! Okay, bitte, 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 gib ab. Gib einfach ab. Ja, schön, dass dein Mate sich verwandelt. Das freut mich auch sehr für dich. Gib ab, gib ab. Ja!
So, bitte, bitte, bitte hab keine gute Trap. Hab keine gute Trap. Hab keine gute Trap. Es ist nicht schlimm. Ich spiele solche Schrottmonster. Es ist nicht schlimm zu verlieren. Es ist gar nicht schlimm. So, wir waren Flipbeschwörung. Gehen Angriff. Liegt jetzt noch eine Mirror Force oder so. Battleface. Es reicht nicht. Er weiß nicht. Es kann sein, dass er alles durchlässt. Weil er überlebt. Er überlebt. Er weiß nicht, dass Cracker da ist. Er weiß nicht, dass Cracker da ist. Er weiß immer noch nicht, dass Cracker da ist. Er weiß nicht, dass Cracker da ist. Oh mein Gott. Oh. Er weiß nicht, dass Cracker da ist. Oh. Ein Win! Bitte Legacy Packs, bitte Legacy Packs, bitte Legacy Packs, Legacy Packs, bitte Legacy Packs, Legacy. Und Rank Up! Nehmen wir mit! Legacy Packs, ja, Edelsteine. Nein, komm, Legacy Packs, Legacy Packs! Nein! Kack-Kamen-Karten! Wir haben gewonnen, Leute. Oh, es ist Weihnachten! Wir gehen in Schwab! Da freuen wir uns doch. Aber natürlich, wir dürfen diese guten Packs nehmen. Und zwar Master Pack! Kaufen! Fängt ja nicht so gut an. Ich habe gerade vergessen, dass das eine Challenge ist und dass wir gute Karten bauen. Ey, Empfänger. Wenn diese Karte dann gehen, dann kann man keinen Pflanzenmonster aggressivieren. Wenn diese Karte normal beschworen wird, du kannst einen Pflanzenmonster viel niedriger Spezialbeschwörung anbeschwören. Wir können Kombon. Oh mein Gott, es wird so viel besser. Das ist die Revolution im Deck hier. So, hier, Revolution im Deck. Pass auf, Leute. Die Revolution im Deck. Wir haben einen Tuner. Boom. Und was macht er? Du kannst die Karte als Root beschwören, indem du ein Reptilmonster als Root anbietest. Du kannst die Karte als Root beschwören, indem du Alligator spielen magst, bis zur Anzahl Reptilmonster. Ja. Falls diese Karte Trubel schon könnte Kampf und Effekt des Gegners zerstört würde, kannst du eine Hand ein Reptilmonster in Deck hinzufügen. Oh mein Gott, der ist gut. Ein Tributmonster, was Gutes. Wenn diese Karte normal beschworen, du kannst einen Maschinenmonster des ATK und dessen Death gleich entspricht, Spezialbeschwörung beschwören. Schwierig. Du kannst von Friede verbannen, dann ein Maschinenmonster wählen, das du kontrollierst, dessen ATK und Death entspricht. Schwierig. 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 Wir haben Maschinen, ne? Warte, wir haben doch. Doch, hier, das ist eine Maschine. Maschine! Ja, das ist natürlich. Reptil ist natürlich jetzt sehr gut. Reptil brauchen wir. Haben wir auch einen Dino? Oder spielen wir es einfach? Ne, wir spielen es einfach nur, weil... Ah doch, wir haben... Oh, verschiedene, sorry. Oh, okay. Verschiedene, sorry. Wir brauchen eigentlich mehr Dinos, ne? Was macht die? Ja, die funktioniert nur mit den themeneigenen Karten. Rüste ein Finsternis von dieser Karte aus. Ist halt 600 ATK. Also kann es nicht durch Karteneffekt des Gegners zerstören. Oha! Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, weil es ausgerüstet durch einen Kampf zerstört und Friedhof gelegt wird, du kannst jenes Monster speziell schon beschwören. Falls du dies tust, rüste diese Karte aus, aber verbannen sie. Oh mein Gott, die Karte ist gut. Okay, was haben wir hier? Treffpunkt gestartet, beliebige Anzahl, ja, gelingt da. Da sind wir natürlich komplett raus. Das geht nur mit Schrott. Und was haben wir? WLAN Monster in einem beliebigen Friedhof, das nicht als normal beschworen gesetzt werden kann. Bescheuert ist Beschwörung. I mean, besser als das, besser als das, besser als das, besser als. Nee, das geht. Besser als das. Oh mein Gott, wir leveln unser Deck so ab. Was ist das hier nochmal? Nee, ist auch schlecht. Wir haben eine Regel. Alle Monster rein statt Unnutzkarten. So. Wirf ein Monster aus. Okay. Ja. So, speichern. Deck maximal geupgradet. Gefühlt spielen wir nur Monster. Das ist auch richtig traurig. Oh mein Gott, wir haben einfach gewonnen. Die Challenge einfach. Super gut. So. Tageszoll erfüllt. Das heißt, wir können die Folge beenden. Aber wir müssen auch zeigen, dass wir verlieren können. Dementsprechend gehen wir hier rein. Ey, zweiter Win ist crazy. Zweiter Win. Ey, bisher verlieren wir nur jedes 10. Duell. Das ist gar nicht so viel. Aber wir werden den... Guck mal, auch hier wieder. Was ist das denn? Mate. Okay, er hat nur den Drachen gekauft. Fair. Fair. Er hat nur den Drachen gekauft. Ja, zweiter sind wir vollkommen fein mit. Ich glaub's gar nicht, dass wir ihm gewonnen haben. Ich kann's aber nicht glauben. Oh mein Gott, er hat nur den Drachen gekauft. Nein, er hat 15 extra Decker. Er spielt doch safe Blue Eyes, ey. Oh, 13 nur. Ja, ich denke, Blue Eyes wird ein Problem. Warte, können wir überhaupt ein Synchro-Monster holen? Achso, ja, die. Toll.
Ein Nicht-Empfänger-Synchromonster. Also wir müssten erst den rufen, dann den. Schwingen Suchschiff, Alter. Gar keine Chance. Oh, ich hab kein Monster. Okay. Pass einfach. Ich nehme das nicht übel. Was war das denn? Wenn er gegen eine Fallenkarte eine Fallen aktiviert, du kannst eine Karte von deiner Hand oder schwingen einen Verband. Achso. Kann nicht das Spezialbeschwören werden. Außer durch den Effekt. Okay, den muss man normal beschwören. Warte, haben wir Pflanzen? Ich weiß gar nicht, ob wir Pflanzen haben. Nee, haben wir nicht. Ist eigentlich dumm, ihn zu rufen. Ja, wir müssen für Schaden gehen. Den will ich eigentlich noch benutzen für ein verdecktes Monster. Obwohl. Ja, komm, wir machen das so. Er denkt sich jetzt, what the? Denke ich mir auch. Battle Phase. Angriff. Whee! Ja, dann war's das auch schon. Ah, Jojo, so schön. Es macht richtig Spaß einfach hier. Ah, schön doch einfach das Duell hier. Ey, wenn er nochmal gerickt hat. Er braucht 5, Alter. Wie kommen wir auf 5? Oh nein. Ja, er spielt halt so kranke Karten. Was soll ich dagegen machen? Lol. Das ist voll gut eigentlich. Jetzt kann er seinen Effekt nutzen. Ja, verdammt. Wir haben verloren, ne? Wie viel Defense haben die? Weil wir können ja hier noch Monster-Angriffsposition in die Verteidigungsposition ändern. Also wir hätten hier noch eine Chance. Protected der? Was? Deklarieren Kartennamen? Wieso ich denn jetzt? Warte. Geh und den Kartennamen von einem Gucke-Monster außergewöhnlicher Schau, der auf einem Blümchen erwähnt wird. Dann fügst du deine Hand jeden Gegner und Deck hinzu. Ja, warte mal, das können wir doch anders machen hier. Verwandte Karten. Wir können auch safe hier irgendeinen Schrott hingeben. Ja, wir geben einfach hier. Gucke-Monster-Schiff Shari, oder? Ey, das ist doch. Also, verliest den, die ist das schon hier jetzt. Suchschiff. So, wie heißt der? Da ist auch. Sorry. Wie? Gene? Was ist denn der schlechteste? Nee, das wollen wir nicht. Nee, wollen wir auch nicht. Hä, willst du mich verarschen? Ich kann kein normal. Oder gibt's. Ups, ja, mit Hashtag geht das bestimmt, ne? Ja, wir müssen eins, dann nehmen wir den. Das ist ja richtig nervig. Das sieht so lustig aus. Ach, dieser Kran einfach. Ja, freut mich ja. Ja, freut mich ja. Ja, Digi, ich hab halt alles. Ey, ist minus 1. So, die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich, wie viel Defense haben die Dinger? Die haben nichts! Oh mein Gott, die haben... Okay, wir haben noch eine Chance. Protected irgendwas? Weiß nicht, jetzt kommt ja so ein Panzer hier. Alter, die Animation ist ja auch... Habe jetzt halb geskippt, aber ist ja sick. Ja, der macht halt Plus, ne? Da sind wir so, greift direkt dann einfach, tust. Ignoriere einfach mal Monster. Ah, hätte jetzt nicht so sein müssen. Ja, chill mal, Blue Eyes, Alter. Ich weiß, du bist ein Chaos-Monster, aber muss halt nicht sein. Okay, okay, okay. Also, es ist noch nichts verloren hier. So, jetzt beschwören wir den. Ey, wie, du hast jetzt irgendeinen Scheiß. Effekt. Schwupp.
Lächerlich. Lächerlich. Einfach Imperm. Ja, Redbrit, so geht's mir auch wieder. Einfach Imperm. Also wer entscheidet sich als erstes Deck Zoo-Schiff zu bauen? Oh, wir steigen immer auf. Das ist mal schön. Aber wir spielen anscheinend gegen... wenn wir gegen Hero spielen, können wir gleich hier Niederlage eintragen. Bisher habe ich heute noch 50-50. Einmal gewonnen, einmal verloren. Oh, er hat sich Spielfeld und alles gekauft. Extra Deck ist es klein. Oh mein Gott, wir haben eine Chance. Oh, wir haben so gutes Spell gezogen. Haben wir ein Finsternismonster? Spielen wir überhaupt ein Finsternismonster? Was ist das? Er spielt ganz schlechtes Labyrinth. Ey, ich hab nichts gesagt. Okay. Annulliert ja einen Angriff? Oder nur einen direkten Angriff? Nee, bei allem. Shit. Cool. Warum fängt er so an? Hätte ich irgendwie den nochmal beschwören können oder so? Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Beatsticks oder so, ne? Also er scheint echt... Also er stimmt defensiv. Also es ist kein gutes Deck, aber wir müssen mal gucken hier. Oh... Leider nicht alive. Machen wir mal so, ne? Ey, noch ist nichts verloren. Er hat nur ein paar Monster. Das ist anscheinend. Also, er spielt anscheinend Burn-Karten. Ja, wir können auch nicht um Burn-Karten drumherum spielen. Dieses Deck beherrscht sowas einfach nicht. Das ist jetzt ein Problem, natürlich. Ja, Rapid sehe ich genauso. So. Er wird angreifen. Ich glaube, er wird gar nicht so viel machen. Hallo, Houston. Ich weiß, du bist ein reaktives Deck, so wie es aussieht. Das heißt, du musst eigentlich warten, bis ich was mache. Aber mit den Karten wird das nichts. Mit den Karten wird das wirklich nix. Oh mein Gott, ey. Toll. Ohne Witz, die Karte wäre voll gut für meine Challenge. Aber wir haben bisher auch keine Beatsticks. Also das ist maximaler Angriff. Das ist ein bisschen schwierig. 2000 ist halt sehr stark für uns. So 2000 auch so ein Cap, ne? Also so 1,6, 1,7, 1,8. Das ist alles okay, aber 2000 ist schon so ein Cap, was halt eigentlich fast unerreichbar für uns ist. Oh, Digga. Ist auch ein Anfänger auf jeden Fall. Ah, krass, welche Kosten. Also, wie man sieht. Ja. Cool. Geil. Ja, komm. Da macht keinen Sinn mehr. Das macht keinen Sinn mehr hier. Da hat er ja noch Traps. Das saves us wie Mirror Force oder so noch Set. Ey. Das lohnt sich nicht. Aber ist ja egal. Komm, wir sind schon Boxe 3. Wir sind richtige Profis einfach. Also, wir gehen jetzt hier rein und dann passt das schon. Und wir können auch die Cam, fällt mir gerade auf, mal ein bisschen so machen. Oha, wir dürfen anfangen, wollen wir aber nicht. So. Die sechste Karte wollen wir den Gegner nicht geben. Hallo, jetzt seht ihr auch Rabbit. Jetzt seht ihr auch Rabbit. Das ist doch schön.
Das ist gut. Hä, das ist gefühlt mit unserer besten Hand. Es fehlt noch ein Beatstick. Ja. Ja, 6. Oh mein Gott, mein Deck. Ja, dein Deck ist vollkommen okay. Ja, egal. Ja, also da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, muss ich sagen, für Setkarten. Aber ist nicht schlimm. Wir ziehen. Wir haben Beatstick. Ich würde sagen, wir gehen dann rein da. Mal gucken, gegen was wir spielen. Wir müssen eh Traps rauslocken, alles. Okay, kann nix. Also, wenn überfliegen, konnte ich nix. Manifest 2. Machen wir Set 1. Set 2. Set 3. Jetzt habe ich Magnites gespielt. Ist egal, habe ich da auch schon. So. Wann darf ich nochmal ziehen? Gesamtteil der Karten in deiner Hand und die du kontrollierst, ziehe Kartenhöhe seinen Überschuss. Ja. Halt, dauert noch, bis wir die Karte aktivieren können. Aber die Karte ist schon strong. Die kann uns wirklich krass comebacken. Set 1. Das ist okay. Ist der Licht? Ne, das ist Erde. Er passt, okay. Ich weiß natürlich überhaupt nicht, was er spielt. Aber wir werden jetzt... Naja, wir gehen jetzt auf Defense auf jeden Fall mit dem Monster. Wir gehen jetzt in Battle Phase. Hab Disconnect einfach, das wäre natürlich auch vollkommen fein für mich. Ja. Hallo. Hallo. Danke. Battle Phase. Okay, es scheint zu funktionieren. Wir setzen unser Lichtmonster. Kleiner Zug ab. Warte, der ist. Warte. Ach ne, da war ein Synchro-Monster. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. Was kommt jetzt? Falls ein Schützzug durch den Stein kann, fügt dann ein Cyrus-Monster schon für den Tier von Deck hinzu. Artwork? 100 von 10. Spielbarkeit? Anime. Okay, was hat er? Okay, er kann sich spezial schauen. Er hat 1,5. Er ist nicht stärker. Das ist was Gutes für uns. Wir müssen halt eigentlich auch Karten loswerden, ne, damit die Karte funktioniert. Aber wer auf dem Monster kontrolliert, ist halt bis zum Ende des Spielzuges ATK in Höhe der Summe Grund ATK der anderen Monster, die du kontrollierst. Wir können damit. Wie viel Defense hatte der? 2000. Okay, das ist natürlich huge. Oh. Eine huge Wall. Boah, dann können wir echt mit der, ne? Was war das? Wieder. Okay, die könnte ich direkt angreifen. Das ist aber egal. Wir machen einfach so. Gehen in die Battle Phase. Da wird jetzt das Safe das Ding liegen. So. Genau, da liegt das Safe das Ding. Machen wir das. Und dann haben wir es. Alter! Machen wir jetzt hier. Wessen ATK du erhöhen möchtest. Alter, wir haben jetzt hier einen Schneemann-Effekt! Boom! Macht es, wenn ich dich sehe! Ach, das Monster kann noch nicht direkt angreifen. Er schon? Broken. Ja, ich das mal gewusst. Alter, die Karte ist ja busted. Also wird das nichts mit ausgleichender Urteil. So. Also, ich meine, er hat 3. Ich habe 5 auf dem Feld plus 2 Hand. Also, so wird das nichts. Ey, wir könnten nächsten Zug gewinnen, ne? Ey, wir können gewinnen. Oh mein Gott, wir können gewinnen. Ja, okay, warte. Licht? Ne, wir haben kein Licht. Ich wollte gerade sagen, wir gehen unser Exceed. Unser mächtiges Exceed. Ey, komm, bitte jetzt hier den Defense-Hochflipper. Ja, wow. Das ist natürlich genau das, was ich wollte. Es ist legit ja schon Game. Ich will seinen Effekt eigentlich nicht... Also ich möchte den Übelfahrraptor nicht nutzen eigentlich. Dementsprechend rufen wir den jetzt so. Das ist natürlich dumm, ne? Also den Angriff zu drehen wäre halt wirklich dumm. Warte, wie viel Schaden wäre das? Ja, ist halt nicht genug. Ne, wir machen das so. Wir gehen da rein und dann riskieren wir es einfach. 1,8. Wenn einer mir zwei nochmal schon lange die Karte liegt. Ja, wir müssten.
Ja, wir müssen den outen. Das wird das halt nix. Ey, also ich bin überraschend gerade, wie gut es läuft. Jetzt bräuchten wir auch ein Tributmonster. Ein Tributmonster! Bitte, wir spielen zwei. Bitte gib uns unser Tributmonster. Das wäre voll strong. Ja, du wirst ja wohl gegen eins dieser Monster ankommen jetzt. Set. Mirrorfoss. Ja, oder auch nicht. Also, ich habe da kein Problem mit. Ey, das wäre der zweite Win in einer Folge. Das wäre krank. Ja, da bringt er gar nichts. Ja, da wir haben genug Schaden auf dem Board. Dementsprechend würde ich das halt so machen. Ein bisschen Angst vor Mirrorfoss dann doch. Wir greifen auf den Stärksten als erstes an. Es geht durch. Nein, no way. Zweiter Win! Alter! 50-50 Win Rate! Bitte Legacy Packs, bitte Legacy Packs. Ich habe mich noch nie so selber Legacy Packs gefreut. Ja, wir sind Bronze 2 natürlich. Wir sind so gut, ey. Edelsteine nehmen wir mit und Legacy Packs, Legacy Packs. Ja! Zwei! Zwei! Oh mein Gott, es ist so krass. Es ist so huge. Okay, so, Leute. Ich möchte, halt, wir müssen mal eben, ich möchte das Deck des anderen angucken. Also, das war ja auch ein wildes Deck. Scheint auch entweder eine Challenge zu sein oder, ah, die History sieht super aus. Haben wir zweimal die gleichen gespielt? Ne, ein oder zweimal das gleiche Dings. So, Bestätigung des Decks, das müssen wir mal gucken. Gott, der Arme. Hä? Das muss doch eine Challenge sein. Das ist auch eine Challenge, kannst du mir nicht erzählen. Egal, die Challenge nehmen wir aber mit. Alter, wir haben so viel zum Öffnen. So viel zum Öffnen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar deine Tickets. Oh. Hä, warum haben wir die denn? Ja, wir haben 0, okay. Oh, wieso haben wir denn... Warum haben wir denn 33 Legacy Packs? Nein. Sag nicht. Wodurch haben wir die gekriegt? Wodurch haben wir die gekriegt? Okay, dann machen wir es anders. Dann öffnen wir erstmal einfach das Masterpack. Und ich informiere mich nochmal. Wir haben nur zwei. Warum haben wir auf einmal 33? Wir gehen ins Masterpack. Geh rein ins eine Pack. Let's go. Keine Holo natürlich. Brauchen wir auch nicht. Eigentlich brauchen wir wirklich keine Holo. Wir brauchen nur gute Cummins. Oh, wir haben eine Holo. Okay, Link Monster ist nichts drin. Zwei Holos. Oh mein Gott, dicker dran. Und Tributmonster und ein Ritualmonster, was halt nichts bringt. Oh mein Gott, das wertet unser Deck schon auf. Was macht die? Ah, nur mit Sonnen. Ist die generisch? Nee, mit Wasser. Ja, können wir halt niemals rufen. Okay, das sind halt echt gute Karten. Also, gute Monster, würde ich sagen. Gehen wir nochmal ins Deck hier. Können wir uns das Ganze nochmal hier schön angucken. Deck. Bearbeiten. Und dann sehen wir hier. Ein Tributmonster mit 1,5. Nehmen wir rein. Weil kein normaler Schutzwaffenschirm wird. Na, da weiß ich halt nicht. Also, der ist halt cool bei 2-2, aber da weiß ich nicht. So, was macht er? Ah, pro Spielzug kannst du immer auf das Tribut anbieten und dann einen Rang. Ja, ist egal, aber der hat halt gute Werte. Der wird noch gut, vermute ich. Infernoid. Falls du 2 oder mehr und zu selben Stufe noch Schwindel kannst du gerade Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst dich gerade dazu und ziehe Karte während der nächsten Time Dorf ein normales Scene. Oh, das ist einfach Draw. Dann können wir den mal rausnehmen. Dann, wir nehmen jetzt nochmal. Harte. Bei der Hundeschule sagt, beschwöre Ungeheuer Effektmonster, Stufe 2 niedriger. Das machen wir mal eben. Wir gucken das mal eben raus. Stufe 2, Ungeheuer. Oder 1. Okay, reden wir nicht drüber. Wir haben legit keins. Wir können die rausnehmen, die macht nichts. Die rausnehmen, die macht nichts. Ja, und dann haben... Achso, die ist... Ja, komm, die ist auf 100 Mal schlechter als das hier, auf jeden Fall. Ja, achso, Hundeschule ist jetzt noch useless drin, ne? Ja, lieber ein Monster drin als eine useless Karte. Die können wir halt nicht aktivieren. Können wir auch nicht aktivieren. So, stattdessen... Ah, die können wir einfach reinnehmen. So, wir müssen jetzt dann useless Monster reinpacken. Es ist halt, wie gesagt, useless Monster sind besser als gar keine. Habe ich den schon drin? Ja, habe ich schon. Okay, das ist natürlich schade.
Dann war die Spell schon besser. Wo ist sie denn? Hier, dann ist die Spell schon besser. So. Okay. Unser Deck wird. Es wird gefühlt nur noch Monster. Ende. Aber es wird. Speichern. Und damit, Leute, würde ich sagen, ey, die beste Folge bisher. 2 Wins, 2 Niederlagen. Ey, ich würde sagen, ich bin schon fast Profi. Also, dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Ich habe einen auf jeden Fall. Und dann natürlich, wie immer, viel Spaß beim Duellieren.